zu einem neuen Short Review Review Spezial. Es geht immer noch um meine Collection, meine Transformers G1 Collection aus meiner Kindheit. Ich habe sie in einige Kartons verpackt, fast 15, 20 Jahre wahrscheinlich gar nicht erst richtig angeguckt, einen großen Teil gar nicht. Das habe ich natürlich jetzt, oder das habe ich jetzt alles nachgeholt. Mit euch zusammen habe ich die verschiedenen Kartons ausgepackt. Diesmal sind zwei von solchen Schuhkartons dran. Und dann ist nur noch der die Micromaster Box mit übrig. Und das ist fürs letzte Video. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal einzelne Videos geben. Ich werde auch jetzt auch nur grob einfach zeigen, diese Figuren. Einzelne Porträts oder einzelne Hervorhebungen von den Figuren sind für später gedacht. Und ausführlich. Dies ist wirklich nur ein Anguck erstmal meiner Sammlung. Ich musste eine Bestandsaufnahme machen, sozusagen. Das ist es eigentlich. Die war recht groß und es sind jetzt schon zig Videos. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 5. Kann auch 6 sein. Ist aber, ich sag mal, es ist 5. Und das wird gleich zwei solche Boxen ausgepackt. Und dann haben wir diesen großen Teil hinter uns. So, es ist hier was auf dem Tisch liegen geblieben vom letzten Mal. Und zwar Optimus Prime G1 mit den roten Füßen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist eine seltene Edition. Es gab ihn auch mit blauen, aber es ist noch die MB 1985 Version, die ich mal hatte. Ich habe sie noch vom Flohmarkt gekauft, wie ich sagte. Und das ist mein Diaclone Optimus Prime Trailer. Er ist ein bisschen anders, über Unterschied kann ich auch ein anderes Mal zeigen, weil Diaclone wird nochmal ein anderes Thema sein. Ich habe sie noch stehen, weil es fehlen noch ein paar Sachen, um zu komplettieren, und das wollte ich haben. Genau, deswegen habe ich sie da stehen gelassen, genauso wie Power Master Optimus Prime. Das ist hier nur der Power Master, also der Prime. Der ganze Power Master Hänger sozusagen, der fehlt noch. Der könnte noch in einem der Kartons sein. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Also ich habe sie wirklich, mache ich gleich zum ersten Mal auf. Ich möchte dazu sagen, aber auch Waffen und Zubehör fehlt teilweise, weil ich separat aufbewahrt habe von diesen Boxen. Das heißt, das weiß ich, die sind in einer anderen Box. Das muss ich natürlich nochmal komplettieren. Ich habe auch wie hier von Topspin und Twin Twist, sind die Waffen nicht hier in den Kartons gewesen. Ich habe auch Vereinswaffen da drin gefunden, aber im großen Teil habe ich all dieses Zubehör woanders aufbewahrt. Deswegen sind die teilweise nicht komplett, aber wie gesagt, einzelne Vorstellungen folgen. Dies ist einfach mal so zu zeigen, was habe ich in meiner Kindheit als Transformers-Sammlung gehabt. Und ich habe sie sehr viel gehabt und habe damit auch gespielt. Das darf man nicht vergessen. Was ich jetzt mir kaufe als Erwachsener oder so in der Box und auch später gekauft habe von den letzten 10 Jahren, ist ja mehr zu sammeln gedacht. Das war rein wirklich Spielzeit. Ich habe damit gespielt. Das war mein, ja, wo zum Spiel zuerst sein soll, zum Spielen. So, jetzt mache ich die Box auf. Und ich sehe, ja, natürlich, hier ist der Truck. Und ich fange auch gleich an mit dem Power Master Optimus Prime Truck. Und da fällt eine ganze Menge runter, weil da auch ein bisschen Zubehör drin liegt, sehe ich gerade. So, der Trailer. Er ist auch noch gut im Schuss. Die Farben, ja, ich merke, hier unten ist eine Graustufenänderung. Also da kommt schon was. Leider, das ist halt das so. Hier beim Prime sieht man es auch an den Auspuffen, dass die ein bisschen gelber werden. Es ist halt Materialverschleiß, das ist ja auch schon über 20 Jahre alt, das ist von 1990. Hier sehen wir ihn fast komplett, es fehlen jetzt noch Kanonen, die werden jetzt hier nicht drin sein. Nee, dafür sind andere Sachen da drin. Und ja, also wie gesagt, einzelne Vorstellungen kommen später mal. Es sind Sachen meiner Kindheit und man muss dazu natürlich auch sagen, muss mit diesem Verschleiß sozusagen oder Materialschwund natürlich auch leben, denn es ist ein Zeichen der Zeit einfach. Auch wenn sie gut aufbewahrt sind, wie ich auch in den anderen Videos gesagt habe, man kann auch, wie ich, lange Zeit die in den Boxen lassen, fast nie der Sonne aussetzen, aber es reicht, wenn sie irgendwann einmal schon der Sonne ausgesetzt waren. Das kann schon in der Fabrik gewesen sein. Der Prozess ist in Gang gesetzt worden. Es ist halt ein chemischer Prozess. Da kann man nichts dagegen machen, genauso wie teilweise, wenn so Gummiteile sind, dass zum Beispiel, wenn so eine Gummiräder hier, die sind später auch bei manchen Figuren dann später ausgetauscht worden mit Plastikreifen, wie hier zum Beispiel, der hat gar keine Gummireifen, der hat reine Plastikreifen, dass so eine Gummireifen sich natürlich auch auflösen kann. So, schauen wir aber mal, was diese Kiste noch birgt. So, ist ganz im Zeichen der Micromaster, wie ich sehe. Die Micromaster Basen habe ich.
Die Namen habe ich jetzt nicht so drauf, da bin ich ein bisschen raus, auch wenn sie mir wahrscheinlich mehr ein bisschen entfallen. Ich glaube, es hieß Erpit, irgendwas mit R war das. So, ich habe eine hier, eine Fire Station. Ich bin der Meinung, dass ich auch von dem Micromaster die Figuren alle in Deutschland oder so erschienenen Figuren habe. In Japan sind noch mehr erschienen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, es sind noch weitaus mehr rausgekommen als in Deutschland. Aber ich habe sehr viele aus Deutschland und das zeige ich euch. Hier kommt noch eine anderes. Hier habe ich auch eine Base. Hier fehlt natürlich der Aufsatz, den habe ich auch noch. Ja, ist Kleinkram drin. Die nächste Grease Pit, glaube ich. Die ist, glaube ich, Grease Pit. Auch sehr klasse. Jetzt fällt, ich habe hier auch, merke ich, ein bisschen Zubehör. Hier zum Beispiel die Kanonenstation von der Micromaster Raumstation. Die habt ihr in Folgen davor schon gesehen. Das gehört noch dazu. So, was haben wir denn noch Schickes hier? Ja. Quick Switch. Ein 6-fach Autobot Transformer. Absolut kultig. Ich verwandle hier mal wieder eine Figur. Bisschen drehen. Hier kommen die Arme raus. Es ist halt eine andere Art, wie man heute, wenn man heute sich die neuen anguckt, die ich hier auch gezeigt habe und meinen Pickups, die kann man nicht vergleichen mit denen. Aber ich habe damit gespielt, mir hat es gefallen. Hier so Gesicht wird noch umgeklappt. So, und dann kriegt er noch seine Waffe. Die habe ich natürlich jetzt, die habe ich nicht hier drin. So, da seht ihr ihn. Und er konnte sich in 6 verschiedene Fahrzeuge verwandeln. Ein Boot, Flugzeug, ein Panther, ja, Raumschiff. Also Wahnsinn. Eine echt coole Figur. Ja, so, was habe ich hier weiterhin drin? Ich sehe, ich habe hier Ruler. Das ist der, der hier zu dem Diaclone gehört. Der Diaclone Ruler. Hier seht ihr den Optimus Prime, den Transformers Ruler. Blau, grau. Hier ist auch diese Abschussstation, die ist schwarz. Hier ist sie grau. Aufkleber sind teilweise ähnlich. Die waren auch, ich weiß nicht genau, ob von der Anleitung sie anders waren. Damals, ich habe, glaube ich, die Anleitung von meinem Diaclone nicht mehr. Ich habe auch da die Box weggeschmissen, traurigerweise. Und ich habe auch ein paar Blister gehabt, denn ich habe so ein paar. Dann glaube ich, das hier zum Beispiel ist ein Laserbeak, der ist kaputt. Da habe ich, ich glaube, ich habe mehrere Figuren. Ich habe auch selbst in meinem Blaster, den ich auch gesehen habe, da war noch eine Kassette drin, da ist auch eine drin. Ich habe die noch nicht rausgekriegt, aber hier, wie gesagt, ist gebrochen. Kann man aber als Kassette immer noch benutzen und verwandelt sich ja auch noch weiterhin. Ja, die habe ich mehrfach gehabt. Hier auch, wie gesagt, es ist ein Original Transformers. Hier steht es auch Takara drauf, aber er hat kein Rubbelsymbol. Und das ist einfach so. Auch schon damals ist das Rubbelsymbol, also in dem Sinne, das die Diaclone-Version, denn die haben damals ja schon gewusst, Transformers wird kommen und die haben dann gleich die Autobot-Logos und Decepticon-Logos mit draufgeklebt, weil die wussten genau, die Figuren sind nicht in der ersten Wave drin. Und also kaufen die Kids das. So, aber wie dem auch sei, leider kaputt, aber zum Hinstellen und ich kann sie mir wieder zusammenbauen und denke ich, ist einiges dabei. So, und jetzt kommt ein bisschen Zubehör sogar. Da ist einiges. So, was ihr hier seht, von meinem kleinen, ein Arm, der gehört zu meinem kleinen Roguebuster, der auch abgebrochen war, den ich ja dann, ja, wo ich mitgespielt habe entsprechend. Ihr seht ja, er hat noch in der Faust den Griff der Waffe. Der ging wahrscheinlich dann nicht mehr raus, also habe ich ihn benutzt. Beziehungsweise ich habe ihn so da gelassen. Wahrscheinlich werde ich mir restaurieren, dass ich mir hinstellen kann vernünftig noch, aber verwandelt natürlich ja eh nicht mehr, also... Somit finden wir jetzt hier ein bisschen Zubehör. So, was wir auch finden, ist ein bisschen ungewöhnliches Zubehör, was im Endeffekt ich auch nicht wusste, was man damit anstellen konnte, außer zu Präsentationszwecken wahrscheinlich. So, und zwar, ich habe davon 6 Stück. 6-mal diese hier, 6-mal diese hier. Glaube ich jedenfalls, müssten 6 sein. 5 müssten das sein. 5 Unterböden. Und diese Teile. So, ich gucke erstmal. Ja, man entdeckt so ein paar Sachen. Ich habe auch gerade was Trauriges noch entdeckt. Warum ich nicht mehr weiß, was ist. Also egal. So.
Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5. Genau. Jo. Diese Teile, diese drei Teile waren jeweils immer bei einem Seekan dabei. Genau weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist was anderes. Das ist nämlich die Optimus Prime, beziehungsweise die Convoy-Waffe von Diaclone. Und ich habe wohl die Spitze mal abgeschnitten. Hier seht ihr das. Da war noch eine kleine Spitze von Optimus Primes Waffe. Entweder ist sie abgebrochen und ich habe es geglättet. Auf jeden Fall sehe ich, dass es nachbearbeitet ist. Da war noch eine Spitze. Aber die Waffe ist völlig anders gegenüber der normalen Waffe von Optimus Prime. Die habe ich jetzt nicht, aber die lege ich mir jetzt hier mal hin. Sonst sehe ich da nicht mehr. Nö, da ist nicht mehr von dem dabei. Also noch ein bisschen was Kleines drin. Aber wie gesagt, das war bei den Seekans drin. Genau weiß ich nicht, was es sollte, weil ich dachte erst, es ist der Fuß zum Verwandeln in den großen Transformer. Das ist es aber nicht, denn alle Seekans hatten die Teile zum für großen verwandelt, also die Füße und die Fäuste, und die waren bei dem Hauptteil dabei. So wie das auch bei den Protectobots, Aerobots und Stuntercans war mit Motormaster, Silverbolt und Hotspot. Ja. Das hier war dabei. Hier konnte man auch in die Hand nehmen. Es war also auch eine Waffe. Ich vermute, es sollte eine Art Ständer sein, den man so mal hat. Denn hier konnte man die Figur oben aufstecken. So, und dann kann man sie präsentieren. Ist halt ein netter Gag. Habe ich fünfmal. Ich mache es jetzt nur einmal aufbauen. So, hier vier. Eins, zwei. Davon habe ich sogar noch irgendwo eine. Bestimmt. So, hier kommt noch ein Popot. Der Arm ist abgebrochen. Kann man sicherlich klebemäßig restaurieren. Zum Hinstellen noch geeignet, aber für mehr nicht. So, setzen wir hin. Mehr geht da auch nicht. Die Verwandlung bei den Gobots war wirklich sehr einfach. Also der wäre nur so gewesen. Arme sind dann steif. So, das ist Tenko. Ich habe ihn auch noch zielt. Hier kamen dann die Kanonen rein. Also die konnten auch in die Hand gesteckt werden, aber Gobots hat normalerweise nicht viel mit Kanonen am Hut. So, dann habe ich hier Geschosse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin oder zu wem die jetzt gehören. Das muss ich echt sagen. Da habe ich also, wie gesagt, noch ein bisschen Geschosse. Genauso habe ich auch nochmal so ein Geschossteil. Keine Ahnung, welcher Figur das jetzt gehört. Es könnte sein, dass das welche zu Optimus Prime sind und das andere, ich habe hier nochmal so andere Geschosse, dass die woanders gehörten, denn die sind, das sind so verschiedene. Keine Ahnung, das wird sich zeigen, das werde ich, wenn ich es restauriere oder sie so jetzt zusammenstelle. Hier sehe ich ein kleines Schwert, das ist so ein Dinobot-Schwert, das gehörte zu dem Knock-Off-Dinobot, den ich euch auch mal gezeigt habe. Interessant. Ich dachte, ich habe die Waffen alle woanders hingetan, aber ich finde, sag ja, ich finde hier welche. Und hier ist die, ja, Schweißtankgriff von Optimus Prime. Der ist ein bisschen anders als jener, der bei Prime war. Das heißt, das ist der für mein Diaclone. Auch sehr toll. Wie gesagt, die Waffe, das ärgert mich am meisten, dass ich hier mal die Spitze abgemacht habe. Der hatte so eine kleine Minispitze. Vielleicht, weil es nicht so wie im Film war, sah. Weil im Film oder in der Serie hat er halt eine große Waffe, die von dem regulären G1 ist kleiner und hat aber eine gerade Öffnung. Und ich vermute mal, dass ich nachbauen wollte. Und wie Kinder so sind. So, eine Sache ist hier noch drin. Zwei zwei Sachen, die abgebrochen sind. Und zwar von meinem Diatrain. Ein Original Diaclone, der D-Train. Ich konnte die Knöpfe drücken. Und dann fuhr er auseinander. Hier ist der Flügel, so ein silbernen, wie ich jetzt hier habe. Hier so ein bisschen, der ist hier drin, der hängt da auch fest, der sollte mit rausklappen. Ja, was soll ich dazu sagen? Man hat damit gespielt, hier diese Flügelklappen, die gehörten hier hinten hin. Da
Die haben das verdeckt und dann wären das so Heckflügel gewesen. Ja, zum Hinstellen, hier kann man auch so eine Pilotenkanzel rauspacken. Kann die Flügel komplett rausziehen. Hier konnte man dann was abschießen. Hier sind noch, ich weiß es nicht, den habe ich auch nie vollständig gehabt. Hier ist die Pilotenkanzel auch schon leicht angebrochen, wie dem auch sei. Ja, es war aber auch mein Art Astro Train von Transformers. Also ich habe damit ja auch so dann gespielt. Also ein absolut tolles Fahrzeug, auch ein sehr klassisches und seltenes mittlerweile, weil es ist wie gesagt Diaclone. So, Box 1 ist leer. Und es folgt Box 2 und da geht es weiter mit einer vollen Box und vielen Ersatzteilen. Und ich mache mal das so, dass ich diese Teile, so diese Kleinteile, nehme ich mal runter kurz. Also ein kurzer Break. Der kleine Kram ist vom Tisch und die nächste Box ist geöffnet. Und hier finden sich auch eine Menge Kleinkram wieder da drin. Das heißt, ich werde sehen, dass ich den wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders mache. Nee, ich kann keinen zweiten Karton hier hinstellen, weil der ist zu groß. Also greife ich mal eine Figur ein. Auch ein Turbomaster aus der G2-Reihe. Hier fehlt noch so ein Abschuss für den Propeller. Den habe ich auch noch, aber wie gesagt, woanders hingepackt. Und hier auch noch ein Transformer, ja, nicht so mein Liebling, kein Favorite von mir. Das war auch aus dieser G2-Reihe so ein bisschen, aus dieser ganzen Zeit. Gefiel mir nicht ganz so. Das waren sehr einfache Transformer. Da muss man auch sagen, die Geschichte gibt's davon ist, das sind keine Takara-Transformer. Hasbro hat auch versucht, eigene Transformer herzustellen, weil sie ein bisschen unabhängig sein wollten von Takara. Denen gelang es aber nicht wirklich. Und denn Takara hat wirklich ja auch all das hier gebastelt. Die waren einfach genialer. Und dazu kann ich euch übrigens eine tolle Doku jetzt mal empfehlen. Die hätte ich schon vorher machen können, aber jetzt mache ich das fast im letzten Video. Wer auf Netflix, wer Netflix natürlich hat, da gibt es Spielzeuge, das waren unsere Kindheit. Und ein Teil ist über Transformers. Sehr interessant, sehr informativ über den Werdegang, wie es entstanden ist. Wahnsinnig interessant. Also, kann ich nur empfehlen. So, unheimlich viel Zubehör, hätte ich wahrscheinlich woanders hinpacken können, kommt hier gleich. Nebenbei noch ein paar Figuren, aber okay, fangen wir an mit dem ganzen Zubehör. Füße, das muss von den Terracards sein, das ist vom Seekan ein Fuß. Ich baue die jetzt wohl fast zusammen. Hier haben wir auch nochmal Füße. Ein Schwert, das gehört aber nicht zu Transformers. Weiß gerade nicht, woher das kommt, aber das mit dem Löwenkopf, so ein Löwenkopf drauf, ist nicht Transformers. Ja, was findet man alles? So, hier habe ich noch mal kurz einen Diaclone-Hubschrauber, den habe ich auch, glaube ich, insgesamt dreimal. Einmal auf dem Regal stehen und zweimal kaputt mit so einem Flügel. Muss mal gucken, ob der andere Flügel das derselbe ist. Vielleicht kann ich den, da ist eine Schraube, austauschen und dann habe ich wieder einen komplett oder wie auch immer hier ist. Auch was abgebrochen. Also mal sehen. Muss ich mir mal anschauen. Hätte ich nicht gedacht. So, hier kommen Teile von Roadbuster. Und ich sagte euch ja, Roadbuster habe ich so ein paar Teile. Die sind natürlich auch komplett, aber ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt hier drin alle komplett sind. Also wie gesagt, Teile von Roadbuster. Ach ja, hier ist dies zum Abschießen. Konnte man irgendwie abschießen, das ist zu drehen, also ein Spinning Wheel, der gehört dann hier hinten rein, geklemmt, so, da hat man das Motorboot mit Antrieb, so sieht auch richtig geil aus. Deswegen habe ich mir den auch gekauft, also da war ich einer der, oder war, habe ich mir gekauft, weil er mir sehr gut gefallen hat, der Kopf von Piranacon. Abominus. Ach. Ja, man kann jetzt hier sagen, ich stecke sie mir auf die Forke. So. Und das ist Bruticus. Ja. Gut. Für Transformers-Fan wäre das, ist das wahrscheinlich zu makaber, die auf eine Lanze zu stecken. So, hier ist auch nochmal ein Transformers-Teil. Könnte auch noch zu Roadbuster gehören. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich bin auch ein bisschen raus aus dem ganzen
Das weiß ich, das ist der Brustpanzer von Bruticus. Das sind die Füße von Bruticus. Hier haben wir eine Faust von Abominus. Ich glaube, das ist der Brustteil von Superion, von den Aerial Bots. Eine Faust von den Seacounts, von Piranagon. Und hier kommt doch was Schönes. Dreckig, aber egal. Das ist eine Waffe, es müsste von Sludge sein. Und hier ist die Waffe von Grimlock. Ich habe Grimlock eigentlich, dachte ich, mit Waffe irgendwo stehen. Aber egal. Vielleicht habe ich sie doppelt, vielleicht auch nicht. Das weiß ich gar nicht so genau. So, hier ist eine Rampe. Das sind solche Rampen, die konnte man hier dann dran setzen. Ist aber nicht die Rampe für dieses Fahrzeug. Ich steck sie da mal ran, denn hier kommt jetzt ein bisschen was. Ach ja, hier ist der Helikopter von den Micromaster. Den habe ich auch. Kommt mal hier oben drauf. Den Helikopter. Ich habe jetzt nur das umgedreht. Hier das Heck, damit der Hubschrauberrotor nicht so kaputt geht. Hier auch nochmal Zubehör. Ja, hier sind auch Aufkleber abgerissen. Das ist jetzt von der Micromaster Raumstation. Ich habe hier eine Box zur Seite. Hat leider keinen Platz. Hier auch nochmal ein Go-Bot. Auch kaputt. Und hier sieht man auch wieder gebrochen. Die halten halt auch nicht so viel aus. Das ist halt, das Metall ist gegossen und brüchig. Aber es sind geniale Figuren gewesen. Und mir haben sie gut gefallen. Und ja, ich habe einige davon. Und das ist auch eine Sache, wo man mit aufgewachsen ist. So, weiter geht's mit Zubehör. Hier auch Roadbuster-Zubehör. Die Figur werde ich natürlich auch, nicht nur natürlich, die werde ich auf jeden Fall vorstellen. Hier auch zwei Kanonen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob die zu Roadbuster gehören oder zu wem. Roadbuster ist einer mit sehr vielen Teilen gewesen, ähnlich wie auch, ich glaube, Will, der Hubschrauber aus der G1-Reihe, kann auch sein, dass er ein bisschen hatte, den habe ich aber nie gesehen. Auf jeden Fall Jetfire, der Jet von Macross, hat sehr viel Zubehör gehabt, weil er so eine Panzerung hatte. Und ähnlich ging es bei Roadbuster zur Sache. So, und dann haben wir noch weitere. Hier habe ich eine ganze Menge Waffen. Auch hier eine Waffe. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist eine Waffe. Nein, das ist das Bein von diesem netten Roboter. Ich habe auch mehrere kaputte Sachen. Ich habe auch eine andere Kiste noch, die ich jetzt nicht hier zwischen habe zum Zeigen, wo kaputte Go-Bots sind und so weiter. Ich habe das manchmal so als Müllplatz zum Spielen benutzt. Man ist ja auch erfinderisch entsprechend. Oh ja, die Waffe brauchte ich auch. Das ist Astrotrains Waffe. Astrotrain steht bei mir auf dem Regal. Und hier sehe ich etwas, was auch schade ist bei Abominus. Hinten ist er angelaufen. Vorne ist er noch okay, nach hinten kann man ihn dann zeigen. Ja, das ist sehr schade. Es ist viel bei diesen nicht, vielleicht auch gebleichten Sachen. Hier die Faust hat auch schon ihre Macken, die ist so ein bisschen fleckig von Abominus. Genau, wenn das Abominus ist, Seeker, das ist. Oh, welcher Combiner? Das Abominus ist, weiß, das ist dann die Technobots. Könnte sein, dass es die Technobots sind. Die habe ich ja auch gehabt. Ich muss da echt gucken, dass da bin ich ein bisschen raus. So, ich sehe hier ist eine kleine Bombe und eine andere Waffe, die irgendwo aufgesteckt wurde. Das ist sehr viel Zubehör. Hier kommt noch mehr. Eine Faust von Bruticus und noch eine Rakete. Oh ja, hier haben wir einen weiteren Ring. Das gab zwei, waren immer dabei. Auch nicht schlecht. Hat man einen Ersatz gehabt. Ich habe zum Glück noch beide. So, ich mache erstmal den ganzen Zubehör weiter. Eine Rampe, die gehört, glaube ich, auch zur Micromaster Base. Ihr seht hier schon wieder eine Menge Zubehör. Ich werde noch mal einen Mini-Break machen müssen. Auch hier noch ein Teil, das müsste auch zu Roadbuster gehören. Ich glaube, das war hier hinten. Ja, es passt sogar. Es wurde hier hinten aufgesteckt. So. Fäuste, hier habe ich drei Fäuste. Fäustlinge. Na? Wisst ihr noch, welche das waren? Seacounts, Competicounts, Terracounts. So, jetzt haben wir noch ein paar
Bauteile, Rampen, noch eine Rampe, die gehören, wie gesagt, zu MicroMaster Raumbasis. So, hier ist noch eine Rakete. Das ist Superion. Nee, nee, die weißen sind Superion. Die dunkellilanen, die waren Abominus. Das war so. Und hier habe ich nämlich den Kopf noch gefunden von Superion. Interessant. So. Hier ist noch eine Faust von Abominus. Und hier gehört auch zu Roadbuster. So eine Art Auspuff. Gäbe es auch, glaube ich, noch einen zum Glück. So, was ich noch gefunden habe gerade, ein Gundam, eine Gundam-Plastikfigur. Oh, kann man auch hier raufstellen. Wie so ein Decoy. Ich habe ja über Decoys geredet von Transformers. Ich verlinke hier einfach mal das Video. Das wird sicherlich auch interessant sein für euch. So, hier habe ich auch noch einen Diaclone. Quatsch, Diaclone. Einen Gobot. Die Lokomotive, auch eine sehr schöne Figur. Habe ich auch mehrfach mittlerweile. Ich glaube, ich habe noch irgendwo kaputt. Ganz simpel, Füße knicken, Arme rein. Dann ist er eine schöne Lokomotive. Eine sehr schöne Figur. Diese Robots, diese klassischen, oder das waren ja keine Robots, das waren Machine Robots. Denn man kann es genau sehen, hier auf der Brust ist eine Nummer, eine D-Nummer. Die Robots hatten diese Nummer nicht. Die sind auch richtig genial gewesen. Also, Wahnsinn. So, hier haben wir nochmal einen Decepticon. Der konnte auch hier, wenn man hier drückte, die Waffen ausfahren. Da hat er dann, aber als Roboter hat er sie sozusagen dann, so als Auto waren die so die Kanonen so leicht draußen. Und wenn man dann gedrückt hat, sind sie dann sozusagen auf die Schulter gerutscht. Da weiß ich gar nicht, welches die Position besser ist zum Aufbewahren. So, hier ist natürlich jetzt sehr viel Zubehör. Das stört natürlich. So, und hier kommt ein Schätzchen. Ein Deluxe Insecticon. In Top-Zustand. Och, dann. Die habe ich nie so viel verwandelt, weil die waren immer sehr empfindlich. Die Deluxe Insecticons haben auch durchsichtige Aufkleber gehabt. Nicht diese silbernen Oberflächenaufkleber. So, hier könnt ihr Ransack, die Heuschrecke. Richtig genial. Die sind auch richtig toll modelliert gewesen für die damalige Zeit. Wie gesagt, 85 oder 84 sogar erschienen. So, da kommt. So, und jetzt mache ich einen kurzen Break. So, ich musste kurz unterbrechen. Ja, es passieren halt mal Nebengeräusche. Wir sind hier nicht in einem professionellen Studio, sondern in einem Haushalt und ich habe Nachbarn und da gibt es auch mal Krach und so weiter und so fort. Beziehungsweise diesmal kam mein Bruder nach Hause, denn ihr müsst euch vorstellen, mein Video zum Auspacken, ich habe euch im ersten Video diesen Berg gezeigt, das habe ich angefangen um 11 Uhr vormittags aufzunehmen. Jetzt haben wir gerade kurz nach 18 Uhr, das heißt, ich bin fast 7 Stunden dabei, all das euch zu zeigen. Und wir sind jetzt hier im fünften Teil, das ist natürlich nicht hintereinander gesehen, ich habe es mehrere Wochen verteilt, das Ganze, damit spannend bleibt mit dem Auspacken. Das nochmal so als Nebenbei-Anekdote, eine Überraschung, da hätte ich auch nicht gedacht, dass es so lange ist. So, jetzt kommen jetzt indirekt zwei absolute Schätze. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. So, ich mache das jetzt so. Ich habe hier nämlich noch kleinere Kartons, die ich euch noch nicht zeige. Da ist zu, da sind Figuren drin. Die will ich euch als erstes zeigen. Die Figuren. Ach, richtige besondere Figuren. Und die Kartons zeige ich euch als letztes. Die muss ich euch auch als letztes zeigen, anders geht das nicht. So, im ersten zwei Deluxe Decepticons. Das ist absolut genial. Die sind nie wieder aufgelegt worden, die sind wirklich von 1985. Absolut klasse. Und die sind in sehr gutem Zustand, weil ich habe die damals auch nicht so oft verwandelt. Sie waren echt kompliziert und man konnte sich das wirklich nicht alles merken. Also für damals war das echt Wahnsinn. Und die sahen sehr gut aus. Entsprachen, wie ich euch damals gezeigt habe, im Katalog, im Transformers More Than Meets the Eyes, dass sie andere Kolorierungen hatten, nämlich ihre Originalserien. Die kommen von einer Anime-Serie, die nannte sich Beatrice, abgekürzt.
Die ist aber nie umgesetzt worden. So, hier habe ich den dritten. Es gab 4 Deluxe Insecticons. Der Venom, den habe ich leider nicht bekommen. Hier habe ich Barrage, den Hirschkäfer. Hirschkäfer, sehr beliebt in Japan. Darf natürlich nicht fehlen. Absolut klasse. Decepticons. Schön mit Decepticon-Logos. Die sind wie neu. Das ist so, als ob man die gerade aus der Verpackung geholt hat. Leicht angestaubt, aber das war es auch. So, hier kommt noch mal ein Diaclone. Eine kleine Uhr. Da würde ich auch nochmal ein separates Video machen, denn ich habe diese noch sealed. Da fehlt eigentlich nur das Armband, wo man dann die Uhr reinsetzen konnte und per Click and Drop sozusagen konnte man sie rausnehmen und hatte einen Mini-Transformer. Der konnte sich dann so verwandeln. Der, ja, Fäuste raus. Na gut, das mache ich jetzt nicht. Kopf umdrehen und dann hatte die einen Mini-Transformer. Absolut klasse. So, verwandeln wir wieder. Eine absolute Rarität. Es gab zu Transformers auch Uhren, aber also auch mit Transformers-Figuren, aber das ist eine Diaclone. Batterie natürlich so eingebaut, dass man die auch gar nicht richtig rauskriegt, obwohl das sind Schrauben. Sie ist drin, egal ob es ausgelaufen ist oder nicht, das spielt keine Rolle. So, dann machen wir mal vorsichtig die zweite Box auf. Wie gesagt, die Boxen wollte ich euch noch nicht zeigen. Die kommen als letztes. Das ist meine letzten Highlights. Ja, da fällt so ein bisschen was raus. So. Ach, ich finde schön die Boxen. Absolut. So, hier habe ich ein Teil, was zum Soundwave Action Master gehört. Das ist so sein Gimmick gewesen, habe ich euch ja auch erklärt. Die Action Master konnte sich nicht mehr verwandeln, dafür haben sie so ein kleines Mini-Verwandlungsteil bekommen. Ja, ist halt so. So, hier haben wir den Transformer, der gehört zu dem Ultra Pretender, den hatte ich beim letzten Mal dabei. Das war der Pretender, der sich in einen Hubschrauber fahren konnte. Und das ist sozusagen sein Schiff dazu. So, und dann kommt hier, habe ich, oh, auch sehr klasse. Aber ich sehe, es fehlt, hier ist nicht drin. Der Diaclone Prime, der wird irgendwo anders sein. Es gibt sicherlich noch irgendwo was. Ich muss zoomen. Zeige ich euch ein anderes Mal. So, hier ist eine Power Master Fledermaus, die gehört zu Double Dealer. Und ihr seht jetzt etwas, was ich gemacht habe. Das war damals meine Idee. Seht ihr das Decepticon-Logo auf seinem Flügel? Das habe ich selbst reingefügt, weil diese silbernen Stickerbögen hatten oben immer das normale Stand Transformers und dann war immer jeweils Autobot oder Decepticon-Logo war dann nebenbei auf dem Stickerbogen. Ich habe dieses kleine Logo ausgeschnitten, weil ich habe die Bögen alle aufbewahrt. Ich habe sie immer noch sogar. Und dann habe ich das genutzt, um meine kleinen Roboter mit Logos zu versehen. Man hatte sie ja nicht und so klein selbst zeichnen konnte man nicht. Ich habe es ja mal versucht. Ich hatte ja auch euch einige gezeigt, wo ich selbst was gezeichnet habe. Das war mein Trick damals, sie mit Logos zu versehen. Also, ich weiß nicht, habt ihr sowas gemacht? Habt ihr eure Transformers-Figuren, wenn ihr welche gesammelt habt, mit eigenen Logos versehen? Schreibt es in die Kommentare. So, jetzt kommen ein paar kleine Figuren, Minifiguren. Ich kann sie nicht zuordnen, kenne keine Namen momentan. Und zwar Target Master. Das sind die von den Doppel-Target Mastern. Und ich sehe, mir fehlen ein paar Figuren. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch noch Trigger Happy habe und den finde ich jetzt hier nicht. Den hatte ich auch gar nicht dabei. Mir fällt gerade, wo ich den Target Master sehe. Ich weiß, dass ich den hatte. Ja, es gibt bestimmt noch irgendwo einen Karton, den ich jetzt nicht gesehen habe oder übersehen habe. Ich weiß noch ein, zwei Ecken, wo ich was hingestellt habe wegen Platz. Da muss ich nochmal nachgucken. Also es wird spannend. Es kommen noch weitere Folgen mit Auswahl. Also wie gesagt, so, ich gehe ein bisschen näher ran. Einmal eine Figur. Nächste Figur, komm, ich will nicht zu sehen sein. Das soll nicht auf mich fokussieren. So.
kann euch die Namen nicht dazu sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob Autobot oder Decepticon die sind irgendwo dabei. Das muss ich alles wieder komplettieren und entsprechend zuordnen. Die Namen habe ich ganz früher wirklich drauf gehabt, aber leider nicht mehr. So, das sind die ganzen. Die stelle ich auch gleich nochmal auf den Tisch auf. So, oh, haben wir eine schöne Ecke. Ja, wir haben doch diese Basen. Da passen die perfekt zum Spielen. Und die fallen mir auch runter, weil mir ein anderer aus der Hand gefallen ist. Wie gesagt, die Target Master, ganz simple Verwandlung. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Können sich nicht wirklich, haben keine Bewegung mit Händen und Füßen, sondern haben nur eine Verwandlung, aber man hat eben halt in der Fantasie ja damit sich bewegt. So, zwei behalte ich. Also Target Master haben hinten die Waffe und hat sich sozusagen dann so als Waffe benutzt. Deswegen hat auch so ein Nüpsel vorne auf der Brust. Hier ist es jetzt so, dass bei den Füßen der Nüpsel, den kann man nicht einklappen. Das war noch eine zu frühe Zeit. Hier umgeklappt und habe ich einen Doppellaser. Und das haben dann die. Ich habe jetzt hier leider keine Figur stehen von den. Deswegen kann ich die euch nicht zeigen. So, zwei Figuren gibt es hier noch. Nosecone von den Technobots. Auch sehr klasse. Und Lightspeed. Von den Technobots, ja, mir fehlt eigentlich ein einziger. Mir fehlt Afterburner. Das war so ein einrediges, modernes Motorrad. Das habe ich nie gehabt. Und ja, ich habe mal gebraucht, eben als Slingshot, den Hauptkörper, den Boss der Truppe. Der fehlte mir natürlich, fehlt mir jetzt wirklich auch, weil er ist ja auch in einem schlechten Zustand inzwischen durch die ganzen Verfärbungen und so weiter. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch zwei Highlights meiner Kindheit. Ich fange an, ich zeige euch das. Es sind Kartons, nur simple Kartons. Eine Original G1 Box von 1985. Mit MB-Logo. Das ist jetzt Twin Twist. Original von damals. Seht ihr das? Schönes Artwork. Absolut klasse. Hinten das berühmte Artwork. Die Robotpunkte. Mit deutschem Text kann man hinten sehen. Absolut genial. Auch in sehr gutem Zustand. Klar, hier ist Tesafilm drauf. Das werde ich nicht entfernen. Da habe ich echt tierische Angst, dass das kaputt geht. Die Folie hat sich hier leicht gelöst, die ist auch von der Sonne eben halt ein bisschen gelber geworden. Ich werde mir überlegen, wie ich da diese Figur drin präsentiere. Die stand da ja mal so drin, ich werde mir wahrscheinlich irgendwas bauen, wo ich die dann reinstelle, weil es im Endeffekt, ich spiele damit nicht mehr und da kann man sich so sicherlich eine schöne Präsentation für machen. So, ich zeige es mal so, dass man das so da drin präsentiert. Ja, so, ganz vorsichtig, wenn ich das da runterfällt. Wie gesagt, das ist von 1985 MB. Das ist noch die allererste Auflage. Da die erste Wave, denn später hat Hasbro es übernommen, dann ist da das Hasbro-Logo gewesen. Wahnsinn. Hat auch nur einen ganz kurzen Text, nur den Slogan. Denn die Tech-Specs waren ja damals noch ausführlicher. Später bei den normalen englischen Figuren hatten einen ganzen Informationstext. Hier ist wirklich nur ein Satz. Funktion, Angriff auf Land und Wasser, Schauer und Entzücken gehören zusammen. Punkt 1. Ein Satz. Das war's. Er hatte dann entsprechende Stärken. Das ist hier in 4 Sprachen drauf. Ja, wie gesagt, sogar 1984. Die ist, wenn man es in Verhältnisse sieht, von damals einem Traumzustand. Artwork ist perfekt. Ganz klein wenig muss ich das nochmal entstauben. So ganz leicht ein bisschen überwischen. Aber auch sehr vorsichtig, weil die sieht echt top aus. Die ist wie neu. Ist mein. Dieser und der andere, den ich gleich zeige, das kann ich gleich zeigen, komm. Machen wir hier hinten zwischen. Passt das dazwischen? Ja, ein bisschen geschoben, aber egal, passt dazwischen. Twin Twist. Twin Twist. Könnt ihr auch sehen, auch schönes Artwork.
auch in einem sehr guten Zustand. MB, auch die Folie, wie gesagt, hat sich ein bisschen gelöst, ist geblichen, aber das ist Zeit, nicht geknickt. Das, was hier auch ist, obwohl dies geknickt leicht gewesen mal, aber nicht von mir, war wohl auch im Regal. Ich habe mir damals den besten ausgesucht. Habe ich mir 1984, 85 gekauft, war die ersten Transformer, denn wir hatten einen Supermarkt, bei uns im Spielzeugladen gab es keine Transformer. Und wenn ihr mein Video gesehen habt, Transformers More Earth in BCI, da habe ich auch erklärt, warum wir nicht so vertreten waren mit den Spielzeugen. Jedenfalls hatten wir einen Supermarkt, ich glaube Magnet war das, der hatte eine kleine Spielzeugecke, da gab es halt viele Barbies und auch Glücksspielchen und so weiter, alles das hatten sie und Transformers hatten die auch, aber nicht viele. Sie hatten eigentlich insgesamt nur 5 verschiedene. Alle 5 habe ich mir gekauft. Twin Twist, Topspin und dann eben halt die 3, die ich auch auf Card habe, oder die ich natürlich nicht auf Card mehr, sondern die ich noch habe, eben Beachcomber, Powerglide und Seaspray. Alle mit diesem MB-Logo, sind die allerersten Figuren. Das war meine erste Transformers-Box-Figur oder die, eine von beiden, hat damals so, ich glaube, 15 Mark gekostet. Die normale Figur hat so 7, 8 Mark gekostet, die kleine, und die müsste so um die 15 Mark gekostet haben. Kaum zu glaubende Preise. Aber wie dem auch sei. Also ein absolut, und das noch in der Kartonzone. Die ersten habe ich behalten, verrückterweise. Und ihr habt gesehen in dem einen Video, welche ich alle zerschnitten habe. Wenn ich die heute noch hätte, das ist, naja, jetzt alleine schon mit den Figuren, wie ihr gesehen habt, ist eine Riesensammlung und ist absolut kultig. Und ja, ihr habt jetzt Teil gehabt, einen großen Teil auspacken meiner Sammlung. Es werden sich sicherlich noch Teile finden. Es kommt noch der Teil mit den Micromastern. Diese ganze Box, die ist sehr voll. Da ist noch bestimmt was drin, findet sich weiter. Ich weiß, ich habe auch noch irgendwo den Optimus Prime von Diaclone. Der wird noch irgendwo sein, ich muss noch mal schauen. Ich bin der Meinung, ein, zwei Figuren vermisse ich auch noch, die ich dachte zu haben. Wird sich zeigen, ich werde es noch weiter gucken. Ansonsten danke ich, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, hinterlasst ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Ein Like, wird, darüber freue ich mich auch. Und kommentiert, kommentiert, sagt mir, was ihr denkt. Sagt mir, was ihr davon haltet, dass man so seine ersten Boxen behalten hat. Die absolute Kindheitserinnerung. Ja, und das war's für diesmal. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.